Hallo Leute, und heute ist wieder Unboxing Time mit euer Pili Bronze, und zwar zu dieser Box hier. Ja Leute, ihr seht richtig, zu der Box von Album von Kollega, zu seinem Album Free Spirit. Ja, und das ist hier die Box, und ich würde mal sagen, ich öffne mal die Box und packe den Inhalt mal aus, und dann zeige ich euch die Box komplett. Dann packe ich die Sachen mal hier hin. Ja, ich habe sie noch nie ausgepackt, also richtig ausgepackt, noch nie ein Unboxing gemacht. Ich habe sie jetzt letztens in meinem Regal gesehen und dachte, ach, machst du mal ein Unboxing dazu? Hast du noch nie gemacht. Ich habe sie auch noch nie wirklich geöffnet. Ich habe auch noch nie in den Album reingehört. Free Spirit ist ja eines der Alben, die so ein bisschen kontrovers oder umstritten sind. Was haben wir hier als erstes? Aber ich fand den Inhalt ganz cool, interessant. Ich fand den Inhalt interessant und dachte mir, Inhalt ist es ja irgendwo. Wo fängt man jetzt am besten an? Ich zeige erstmal ganz kurz das Poster. Wir haben hier ein Poster so dabei. So sieht es denn aus. Ja. So Free Spirit Poster. Und so von hinten. Ja. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Also wir gucken uns das nur mal ganz kurz an. Dann haben wir hier das Album. Wie gesagt, in die Album habe ich selber noch nicht reingehört. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann keine Lust mehr gehabt, das Album anzuhören, einfach durch diese ganzen Twitter-Diskussionen und irgendwelche Sachen habe ich irgendwie die Lust verloren gehabt, den ganzen Bullshit den um den Album war, diese ganzen Verschwörungstheorien und so über Kollega und weiß ich nicht, ich fand die Single-Auskopplung irgendwie ganz nett. Aber irgendwann hatte ich irgendwie keine Lust mehr, in den Album reinzuhören. Aber ich werde es auf jeden Fall mal machen. Ich meine, ich habe damit auch kein Problem, dass er irgendwelche Sachen anspricht oder so. Einige finden es ja ganz schrecklich, was er da gemacht hat. Er sagen, er ist ein Verschwörungstheoretiker und so. Dabei finde ich, also dabei ist Kunst ja, oder Künstler, die ist ja immer so, dass sie irgendwie was eine Message haben oder auch mal zum Nachdenken anregen sollen oder so. Und auch in Hip-Hop so, das ist ja nicht so, dass der Künstler jetzt auch unbedingt diese Meinung haben muss, sondern vielleicht einfach nur sagt, hier habt ihr was und jetzt macht eure eigenen Gedanken damit. So sehe ich die Sache auf jeden Fall. Ich muss mal ganz kurz gucken. So, erstmal mein Messer geholt. Ja. Und dann war ja auch die ganzen Sachen mit dir, ja, der schreibt seine Texte nicht selber und hast du nicht gesehen. Was ich war ja auch in der Zeit so ein bisschen, wo ich gedacht habe, Mann, Alter, übertreibt ja auch maßlos. Also, dann hat er vielleicht mal bei irgendwie ein paar Texte irgendwie abgeguckt oder so. Aber er tut ja so, als hätte er noch nie Texte selber geschrieben. Und so, das ist so übertrieben, finde ich. Außer es ist sehr Hip-Hop ganz typisch, dass man da auch mal irgendwelche Sachen mal guckt oder mal irgendeine Schreibblockade hat oder so. Ich glaube, ich habe mich ganz nicht damit beschäftigt. Ich will mich auch damit nicht beschäftigen. Ich verstehe auch nicht, dass Leute irgendwelche Wissenschaft aus Rap jetzt unbedingt machen und alles analysieren müssen. Also da hast du, frage ich mich, da hast du gar kein Hobby mehr. Also dann such dir mal ein vernünftiges Hobby so, dann hast du weniger Zeit, sich mit irgendeinem Bullshit auseinanderzusetzen oder irgendwelche Verschwörungstheorien über Rapper aufzustellen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach so absurd. Ich finde auch gerade so, es gibt irgendwie nur zwei Lager von Rap-Fans. So. Entweder du feierst das übelst und alles und kritisierst gar nichts, oder du kritisierst alles und du willst einen Künstler quasi komplett zerstören. Ich habe hier das Gefühl, dass bestimmte Künstler wie Bushido, Kollega oder so, dass da ein riesen Mob hintersteht, der eigentlich nur da will, dass die Künstler zerstört werden. So habe ich das Gefühl, weil sonst kannst du den Bullshit, den die da schreiben, nicht ausdenken. So sieht dann das ganz kurz immer aus. Ich wollte einfach mal meine Meinung dazu sagen. Und ich dachte, das Unboxing passt hier ganz gut dazu. Ich zeige euch mal ganz kurz die CD, ohne CD, so, ne? Wie gesagt, und
ich denke mir so, warum muss man denn, was will man denn erreichen? Was ist denn der Hintergrund? Was ist denn das Ding? Warum wo muss man denn ein First-Class-Rapper oder warum will man First-Class-Rapper ausradieren? So, dass sie gar keine Lust haben, mehr Musik zu machen. Wir haben First-Class-Rapper, die wirklich konstant gute Musik rausbringen. Ja, mal ist ein Album scheiße, mal ist ein Album oder schlechter, mal ist ein Album besser. Und trifft vielleicht auch nicht ganz den Geschmack von der einigen. Aber in anderen, im Prinzip hast du hier First-Class-Rapper und wenn du die dann irgendwann zerstören willst oder so, oder die keine Lust mehr haben, wie Kollega wahrscheinlich auch keine Lust mehr hat, jetzt sein letztes Album angekündigt hat, was ich jetzt nicht glaube, dass es das letzte ist, aber gut möglich wäre es ja, dass er auch keine Lust mehr hat, mehr irgendwie Musik zu machen. Ja, ich zeig's mal ganz kurz so, wie es denn aussieht, die Trackliste. Und jetzt sein letztes Album, Still King, rausbringt, wo wir auch nochmal drüber reden müssen, wahrscheinlich. Und ich glaube zwar nicht, dass es sein letztes Album ist, aber man weiß ja nicht. Und ich finde es schade, dass er ist ja eigentlich ein guter Rapper, bringt gute Musik raus. Hier und da mal ein schlechteres oder schwächeres Album. Aber im Prinzip ist das, was willst du denn noch haben? Was wollt ihr denn noch für Musik haben? Denn nur noch Untergrund-Rapper, also nur noch 15 Untergrund-Rapper oder Mainstream, irgendwelche Kaspers, die Zirkusmusik machen. Also, viel Spaß dabei. Macht die ganzen Rapper kaputt. Super, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich werde das mal anhören, das Album mal gucken, wie es dann ist, ob es mir gefällt. Ja, jetzt, wo ich es ausgepackt habe und Unboxing gemacht habe, kann man auch mal reinhören. So, das haben wir alles schon mal gesehen. Jetzt haben wir hier ein kleines Buch. Das Buch hier finde ich ganz interessant. Ich habe es mir nämlich kurz vorab mal angeguckt. Das ist ein Lyrikbuch, soweit ich es gesehen habe. Das sieht dann so aus. Ich zeige es nur mal ganz kurz. Wir blättern mal ganz kurz durch. Was ich hier echt interessant finde, ich denke, dass so ein Buch hier, dass das Buch irgendwie ein bisschen besser zum La Dolce Vita gepasst hätte, weil hier sehr, sehr viele Kunstwerke da sind, so gezeichnete Sachen. Und ich finde, bei La Dolce Vita hätte das echt gut reingepasst, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, da geht es ja um Kunst, ne? Da sagt er, alles, was bleibt, ist Kunst oder so. Und hier sind ja echt Kunstwerke drin, ne? Ich glaube, dass es in Ladwitsche wieder ganz gut reingepasst hätte. Aber ja, ihr habt es schon gesehen. Wir lassen jetzt nicht. Wir gucken uns jetzt nicht jedes an. Aber hier mal ganz kurz so, reingeblättert. So, ihr habt es wie gesagt schon gesehen. Wir gucken mal. Aber hier immer mal irgendwelche gemalte Sachen, was ich hier gar nicht mal so unschön finde. Und ja. Ich denke, dass es zu La Dolce Vita echt gut gepasst hätte. Jetzt gucken wir uns das Ende des Buches nochmal an. Ist ein nettes Buch, wie gesagt. Ja. So, ne? Kann man auf jeden Fall machen. Finde ich ganz cool vom Kollegen. So, und dann sind wir auch schon beim Ende. Haben wir mal ganz kurz durchgeblättert. Und ja. Ja, komm, wir gucken uns mal das T-Shirt an. Wir haben jetzt noch ein T-Shirt dabei. Das sieht dann so aus. Habt ihr ja eh schon gesehen, ne? So sieht dann das T-Shirt aus. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt. Der Druck ist in Ordnung. Es sieht eigentlich gar nicht mal so scheiße aus. Ja, ich würde es sogar anziehen. Das sieht eigentlich von Design her gar nicht mal scheiße aus. Ich würde es sogar anziehen tatsächlich. Hinten haben wir nichts, ist alles schwarz. Ne? Schwarz, aber packen wir mal zur Seite. Dann haben wir hier noch Schmuck. Gucken wir uns den mal an. Wir haben hier eine Goldkette. Natürlich kein echtes Gold. Es ist auch in Rapboxen echtes Gold zu erwarten, ist auch absurd. Das ist ja immer einfach nur so für den Fan. Damit er auch mal, damit er mal so eine Goldkette tragen kann. Meistens, also hier weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist jetzt
keine besonders angefertigte Goldkette, die jetzt irgendwie welche, wisst ihr, was ich meine, irgendwelche, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Dass jetzt irgendwelche bestimmten Symbole oder irgendwelche Sachen drin hat. Ja, oh, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das war jetzt einfach eine normale. Ich kenne mich jetzt auch nicht ganz genau mit Ketten aus, aber es ist eine Panzerkette, oder? Aber ich bin mir da nicht sicher. Aber ja, so sieht es aus. Das ist eine ganz normale, schlichte Kette. Ist natürlich leider nicht echtes Gold. Aber wie gesagt, das ist auch für den Preis einfach nicht realistisch. So, packen wir mal hin. Und dann haben wir hier einen Ring. Den Ring finde ich auch relativ schön. Es ist natürlich auch wieder kein richtiger Goldring. Nehme ich mal an. Müssen wir mal gucken, ob da hier eine Bestanzung drin ist, aber natürlich nicht, ne? Das ist ja Quatsch. Aber trotzdem ist ein netter Ring. Sieht eigentlich gar nicht mal so scheiße aus. Ist ein netter, kann man machen, ne? Ist ein netter Ring. Alpha Empire. So steht denn hier, ne? Ich finde den von Design her ist es ganz cool, ne? Kann man eigentlich machen. Ist auch, jetzt wenn es ein echt Goldring wäre, wäre es natürlich wirklich geil. Aber ja, das ist der Ring hier. Also das ist jetzt die Box, ne? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie teuer die war, aber 40, 50 € auf jeden Fall. Wir haben das Buch hier, das Buch ist eigentlich ganz cool. Wir haben das T-Shirt hier, das T-Shirt von Design hier hat mir echt sehr gut gefallen. Das Design ist ganz cool. Wir haben die Ketten, darüber können wir reden. Ich finde den Ring am besten. Die Kette ist für mich einfach zu schlicht. Das ist einfach nur eine Kette. Wir haben das Poster hier. Wir haben das Album hier. Ob das Album jetzt der Burner ist oder nicht, das muss man dann selber gucken. Ja, ist ja auch Geschmackssache, aber ich werde es auf jeden Fall mal reinhören, jetzt wo ich es ausgepackt habe. Ne? Und ich würde mal sagen, das war's mit dem Unboxing zu dieser Box. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao!